So, hallo Leute, hier bin ich wieder, mein Aufnahmesession. Ich wollte mich gerade für eine Folge, gerade zum Aufnehmen vorbereiten, ne? Dann gehe ich vor die Tür, es ist Nacht, okay. Und dann sehe ich das hier. Ja, ich weiß es nicht. Ah, die fallen runter und verschwinden, okay. Ja, ich weiß es auch nicht, was das darstellen soll. Auf jeden Fall, das sind Hühnchen. Hühnchen, ja. Mit einem Schweinchen auf dem Rücken. Ja. Also wir haben, also wenn ihr jetzt gleich beim Erscheinen die Folge guckt, habt ihr wahrscheinlich Silvester, aber ich habe jetzt den ersten Weihnachtstag. WTF, was? Was ist das? Da kommt eins direkt. Hier, da können wir einmal gleich mal gucken. Das ist ein Hühnchen mit einem Schwein auf dem Rücken. Chicken. Was eine kranke Scheiße, wie ist denn das? Ja, soll mal recht sein, okay, aber es irritiert mich noch ein bisschen. Ich wollte das eigentlich ein bisschen was vorbereiten für die Aufnahme. Was haben wir noch für eine Zeit? Mitternacht ist wieder vorbei, ne? Ich wollte nämlich das Ritual mal machen. Ja, Mitternacht ist gerade rum, verdammt. Ich wollte nämlich das Ritual machen. Ach, schade. Habe mich diese komischen Hühnchen, genau, Hühnchen abgelenkt. Hier hatte ich schon ein Safari-Netz rausgesucht. Und irgendwo, ich wollte hier noch einen Verzauberertisch suchen. Wir haben bestimmt noch irgendwo einen auf Lager hier. Ja, genau, da ist noch einer. Und ein bisschen Rötzen. Ah ja, das da komme ich gleich zu. Das ist nur mein temporäres Setting. Für Chipsets zu machen. 8 Stück. Komm, wir dürfen jetzt gerade mal schlafen. Merry Christmas, was? Relaxing Holiday, was? Mr. Family. Ja, natürlich. Ich komme gerade von meiner Mutter nach Hause. Und jetzt habe ich gerade Zeit quasi. So, genau, mein temporäres Setting ist das hier, um die ganzen Chips hier zu machen. Das kann ich auch mal quasi demonstrieren hier kurz. Hier tue ich einfach das entsprechende Presse rein. Hier kommt dann das, was haben wir hier, Silikon, habe ich schon zufällig noch Silizium, keine Ahnung. Habe ich nichts mehr über. Egal, komm dann. Was könnte ich brauchen? Ich habe Diamant gemacht, ich habe die gemacht, ich habe Gold gemacht. Hier habe ich die. Die ist für Diamant. Die hier ist, glaube ich, für. Genau, für die da. Gucken wir mal. Pur Kristall da. Können wir gerne auch nochmal ein Stack machen. Ich denke hier die Presse rein und hier dann das Zeug und dann wird das hier schon verarbeitet und landet hier. Und das gleiche ist im Grunde auf der anderen Seite auch. Redstone. Ist im Grunde hier das gleiche. Hier kommt das von der Seite, das ist in dem Fall Redstone. Hier das von oben, das kann entweder das oder das sein. So. Und da ist das fertige Erzeugnis und hier kommt das, was unten ist, rein. So, und dann das alles hier rein. Und zack, wird produziert. Das ist nur mein temporäres Setting. Das andere bauen wir dann zusammen auf. Und hier eigentlich genauso, das ist einfach nur der Charger. Zerrt das Kristall rein, die anderen Dinger raus. Mehr ist das hier nicht. So.
Ich möchte das Ritual nämlich vorbereiten. Das wollte ich eigentlich noch machen vor der Aufnahme, bis die ganzen Hühnchen vom Himmel gefallen sind, dass ich euch eigentlich nicht zeigen wollte. Aber gut. Ich bin auch total überrascht gewesen, deswegen, was suche ich jetzt eigentlich nochmal? Ja, die Siebtatschschaufel, ne? Die war hier oben, glaube ich. Da. Genau. So. Schwert braucht er unten wieder. So. Okay. Die fallen immer noch vom Himmel. Soll mal recht sein. Die sind alle. Die sind alle groß. Hier habe ich die anderen hingepackt. Das ist nicht groß. Das wäre eigentlich perfekter Zeitpunkt, dass ich die mal eben kurz umziehen lassen kann. Ah, ja, passt schon. Dann so. Und so. So, hier habe ich den Kies mit Fackeln abgestützt. Das klappt ja wunderbar hier. Gut, gehen wir mal die Spitzhacke gerade. Das ist gerade ein bisschen außerordentlich, aber das macht ja nichts. Alles erwachsen. Dann kann ich das nämlich mal hier in Reihe und Glied aufstellen. Oder auch nicht. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. 3, 3, 4, 5. So. Ist auch erwachsen. Auch. So. Schon vor euch Hals. Na toll. Danke. Muss von einem leckeren Essen sein. Ja. Leute, genießt die Zeit, solange ihr zu Hause bei Mutti wohnt. Das ist, also bei den Eltern generell, das ist super Zeit. Also, schöner kann es nicht kommen. Auch wenn der eine andere denkt, bist du wahnsinnig, wenn du nicht raus bist. Nein, ja gut, es kommt auch nicht auf die Familie drauf an, das ist auch wieder wahr. Aber trotzdem, zu Hause bei Mutti ist es immer noch am schönsten. Ach du meine Güte, was ist das? Ich dachte, das wäre jetzt mal nachts oder so. Kann man nicht hauen? Nö. Alter Schwede. Hühnchen. Meine Stimme ist weg. Kann man nicht abschießen? Ha, naja, gut. Sie irritiert so ein bisschen. Ich würde sowas am 1. April vermuten oder so, aber doch nicht. Ich kann auch nicht sagen, von welchem Mod das ist oder was von Vanilla ist. Ich glaube es aber weniger. Naja. So, nebenbei, hatte ich die Kuh nicht zusammen mit der Kuh? Na, ist doch egal. Na gut. Aber das irritiert mich immer noch. Okay, ich will das Ritual aufstellen. Wo machen wir das? Das machen wir vielleicht am besten gleich da hinten. Ah, mein Experiment. Ich wollte wissen, ob Mycelium über dieses Petzold drüber wächst. Scheinbar tut es das nicht. Oh, die sind auch schon fertig. Ich habe ein bisschen hier, ein bisschen Kotten wachsen lassen, aber mal so nebenbei. Meine Nase kribbelt jetzt, na toll. Ah, verdammt. Sag mal, die Fackeln müssen jetzt hier weg. Sonst. Sonst kann ich das Ritual hier nicht machen. Na komm, weil im Braun der Feier dunkel. Oh Mann, das irritiert immer noch. Oh, was war denn Tat des Dings? Wo war das? J? Ne, ja, genau, J. Wegpunkte, Tades, der kann nämlich weg. Weil die Tades ist ja nicht mehr dort, steht er da irgendwo da hinten jetzt. So. Ne, ich weiß auch nicht. Grausam. Okay, da ist noch eine Fackel. Die muss noch weg. Na, jetzt liegt doch nicht so rum. So.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Okay, lassen wir es. Okay, das brauchen wir. Wir wollen es ein bisschen vorbereiten hier so. Und dann natürlich einen Redstone-Zirkel drumherum. Achso, wir brauchen ja noch ein Opfer. Ein Opfer, ein Opfer. Nein, wir nehmen kein Pferd. Wir nehmen kein Pferd. Gewisse Personen würden mich schon hauen. Das will ich nicht. Was nehmen wir denn da? Ja. Haben wir da irgendwo ein Hühnchen? Ja, außer die, wo hier rumsegeln. Ich könnte eine Kuh nehmen. Nein, eine Kuh will ich eigentlich auch nicht nehmen. Ein Schaf will ich eigentlich auch nicht nehmen. Ein Hühnchen wäre wunderbar. Oder ein Sch Oder mehr Vanillakühe hier irgendwo. Aua, man hängt leider hier da. Haben wir hier irgendwo eine Vanillakuh? Das ist eine Fluidkuh, Flüssigkuh, wollen wir nicht. Was ist denn das für ein Pferd? Ach, das ist nur weiß, das hat nur komisch ausgesehen. Nur Flüssigkühe hier und Pferde, okay. Also diese Insel hier, also keine Sorge, wir werden sie nicht komplett aufgeben. Das wird wahrscheinlich schon unsere Saumkraftecke werden später. Diese Hühnchen. Ach komm, ich weiß, wo wir was kriegen. In unserer neuen Gegend, ich hab schon mal eine Scheune gebaut, ein kleines Feld angelegt. Zum Beispiel den Grundriss für das neue Haus steht auch schon. Nur der Grundriss, das ist nur markiert quasi. Zack. So, hier ist markiert. Da ist unsere Scheune, die ich gebaut habe. Ich will mal kurz hoch. Also hier, das wird dann wahrscheinlich das Haus werden, sehr wahrscheinlich. Muss ich mal gucken. Vielleicht noch umsiedeln. Das ist die Scheune, die ich gebaut habe. Das hier ist schon mal das Feld mit den Mystical Flowers. Ach, hier regnet es auch, Hühnchen. Aber wir sind zurück. Wir müssen ja schon zurück. Komm, hier haben wir doch Kühe. Nehmen wir noch eine Kuh. Oh, das ist angehauen. Komm her. Kuh. Danke. So. Genau. Das wird noch überarbeitet. Ich glaube, ich mache außenrum, mache ich dann, glaube ich, die ganzen Farben und in die Mitte kommt noch was anderes. Es kommt dann großen Harvester kommt dahin. So, das ist quasi nur die Scheune, ganz mit Schafen und Hühnchen. Mehr habe ich ja aktuell nicht drin. Jetzt müssen wir mal schnell zurück, damit wir unseren Punkt nicht verpassen. Weil ich brauche ja noch unser ach, das Siegel halt. Ich muss das noch suchen. Da ist es auch schon. Ich wollte es halt schon eigentlich kurz vor Mitternacht wollte ich eigentlich euch dazu holen erst. Aber wie gesagt, nicht schlafen, nein. Moment, ich brauche was zu essen. Spitzhacke kann weg. Ah ja, auch meine Sigtouch-Schaufel. Du kannst jetzt quasi auch mal weg. So. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das da hinten dunkel genug ist. Ich sehe da gerade nochmal Licht. Wo ist denn mein Siegel da? Der Chisel brauchen wir jetzt gerade nicht. Wow. Ist es dunkel genug? Zu früh. Altar ist in Dunkelheit, ist es wohl dunkel genug. Hier, das ist ein Fernkämpfer, der muss weg. Yep, sehr schön. Oh, Mini-Skelett, ach du Gott. Ich dachte gerade ein Mini-Zombie. Ich dachte, warum kommt der denn nicht bei? Ich bin auch ein Fernkämpfer hier, du. Mini-Skelett, du. Aua.
Mist, mein Mana ist leer. Okay. So. Alles klar.